Oh, das klappt. Ciao, Marc. Wir haben heute Weihnachtsfeier. Langsam wird mir klar, wie beschissen meine Lage ist. Trampme, mega fail. Am Ende meiner Kräfte, hier sind gefährliche Tiere. Ah, nicht mehr. Was ist heute für ein Tag? Heute ist Strafentag, Sebastian Meinberg. Richtig, aber heute ist auch der Tag der DSDN-Weihnachtsfeier. Es ist arschkalt draußen. Hat es hier noch Minusgrade? Es ist, glaube ich, jetzt gerade in der Sonne knapp über Null. Aber keine Angst, wir kriegen es schon so hin, dass du den Winter zu spüren bekommst. Das schaffen wir. Gleich sind wir da. Darf ich dann die Augenbinde abnehmen? Noch oder? Nicht. Noch nicht. Ja, ich hasse dieses Gefühl. Warum? Wir machen es echt schon lang genug. Dieses blöde Format, als dass man, es wird sich nie ändern. Es wird sich nie ändern, dass es immer ein scheiß Gefühl bleibt. Wie sie es gehört, mache ich dem Star des Tages natürlich die Tür auf. Lieber Marc, einmal aussteigen. Achtung, hier ist es etwas rutschig eventuell. Brauchen wir eine Jacke? Ja, ich muss jetzt noch ein paar. Oh, sorry. Handy brauche ich. Machen wir nichts mit. For sure. Ja, ja. For sure. Hast du sonst irgendwas, was, sagen wir mal, wasserempfindlich ist, im weitesten Sinne? Ja, dann nimm mal lieber noch meinen Regenponcho mit aus dem bunte Ding da. Dann folge mir. Ja. Ja. Boah, hier stinkt's irgendwie. Kann sein. Hier gibt es so eine Position. Moment, da musst du relativ genau drauf. Passiert nichts, also noch nicht. Da musst du allerdings stehen bleiben. So. Oh, das knallt. Da wird geschossen. Ciao, Marc. Wir haben heute Weihnachtsfeier. Oh, nee. Du musst dich selbst filmen, weil alle Kameraleute sind auf der Weihnachtsfeier. Doch. Doch. Ist das fucking Mordor oder was? Tschüss. Mann, so eine Scheiße! Das wird die schönste Weihnachtsfeier ever! Oh, und wir fahren jetzt schön zur Weihnachtsfeier. Ich finde, wir haben auch genug gearbeitet für heute, ne? Das reicht echt. Oh. Leute, herzlich willkommen bei Seven vs. Wild für Arme. Alter, die haben mich hier einfach ausgesetzt. Checkt mal bitte, wo ich bin. Checkt es mal. Hier ist einfach nichts. Ach, hört mal, es ist einfach mucksmäuschenstill. Oh. Es ist so arschkalt. So. Jetzt schaue ich mal, was sie mir da in diesem Beutelchen mitgegeben haben. Alter, schaut euch mal dieses Bild an. Da stehe ich drin, oder was? Böser Marc, hiermit laden wir dich liebend gern zu unserer Weihnachtsfeier aus. Wir alle freuen uns nicht auf dein Kommen. Lass dir deswegen ruhig Zeit auf deinem Heimweg. Oh nee, ihr sagt bloß, da ist jetzt so ein altes Handy drin ohne. Okay. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das ist nicht dein Ernst. Oh, Hilfe! Oh Gott, nee. Leute, ich fass es nicht. Hab ich keinen Bock jetzt auf die Scheiße. Mir fällt halt auch ein, ich hab halt nicht mal meinen Geldbeutel dabei. Mein Geldbeutel ist im Auto. Leute, ich hab keinen Cent. Ich kann mich nicht mal ausweisen. Das ist illegal, was ich immer. Nee, ich fass es gerade nicht. Langsam wird mir klar, wie beschissen meine Lage ist. Ich hab keinen einzigen Cent. Da steht auch nur Notruf. Ich hab hier einfach keinen Empfang. Ah. So, wo gehe ich jetzt hin? Ich weiß es nicht. Der beste Einfall, der mir jetzt so spontan gekommen ist, ist, mich irgendwie an die Straße zu stellen, wo Autos fahren und dann halt
zurück zu trampen nach München. Aber das sind halt auch, ja, ich weiß nicht, das sind bis nach München, das sind 100 Kilometer oder so. Da brauche ich auch richtig Glück, dass mich da jemand mitnimmt. So, und jetzt die erste schwierige Entscheidung. Gehe ich da lang oder gehe ich da lang? Wie schön wäre es hier, wenn man Google Maps hätte und einfach wüsste, wie man hier rauskommt. Also, der Meini ist in die Richtung weggefahren. Dann laufe ich halt jetzt. Schaut mir zu, wie ich jetzt 8 Stunden zurück nach München spaziere. Herzlich willkommen bei Das schaffst du nie. I'm walking. I'm walking. Nur vom Gefühl her. Ich kenne diese Bergkette. Dort hinter geht es Richtung Garmisch-Partenkirchen, wo auch die Zugspitze ist, Deutschlands höchster Berg. Und in gegengesetzter Richtung, also dort hinten, da ist München. Da bin ich mir eigentlich zu 90% sicher. Das heißt auch, auf dieser Höhe müsste eigentlich die Autobahn sein, die nach München führt. Und ich meine, Sure Shot wäre natürlich zum Bahnhof zu laufen, weil da weiß ich, da geht halt jede Stunde irgendwie ein Zug nach München, aber in dem Zug wird halt kontrolliert so. Ich habe keinen Cent, da müsste ich mir halt erst Kohle erschnorren. Also mein erster Plan, falls ich eines Tages hier rauskomme, ist tatsächlich vielleicht trampen. So, ich laufe jetzt erstmal. Schau, was passiert. Ciao. Leute, ich bin jetzt hier gerade den Weg entlang gewandert und seht ihr es? Da kommt ein Auto. Fuck. Ich bin einfach ein Anhalter. Hallo. Hey, ich wurde ausgesetzt. Geht's da zurück zur Zivilisation? Beide Richtungen. Was ist denn besser? Ich kann auch nicht mit dem Zug fahren. Ich glaube, ich versuche mich einfach irgendwie an die... Wäre da tatsächlich besser, weil da ist die Autobahn. Ja. Ja, ich glaube, das probiere ich. Und ich mitnehmen. Bist du vor? Ja. Nee, ich laufe zu Fuß. Alles gut. Ist es weit? Ein Stück, ja. Echt? Also. Ja, okay, dann fahre ich mit. Hey, vielen Dank. Hey, und wo sind wir hier? Wir sind in Murnau irgendwo, oder? Murnau am Oos im Endeffekt. Also, okay. Da ist eine kleine Ortschaft, da ist eine kleine Ortschaft. Okay. Oh Gott, das ist ja richtig weit. Das hätte ich alles zu Fuß laufen müssen. Das ist richtig weit. Ja, geil. Das war jetzt, glaube ich, echt ein bisschen Glück, dass du hier vorbeigekommen bist, oder? So viel Autos fahren hier nicht. Yes. Also hier wird die Autobahn auch nach München. Ja. Hey, vielen Dank, Lisa, dass du mich mitgenommen hast. Kein Geld. Nee. Du hast mir schon genug geholfen. Wenn, dann hole ich mir Geld von irgendjemand. Ey, wenn du morgen wieder hier vorbeifährst und ich stehe immer noch da, dann nehme ich mit, okay? Ciao, ciao. Wie krass war das? Was für ein Glück. Alter, was muss ich dir gedacht haben? Hier, Leute, da muss ich hin. Da muss ich hin. Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass hier so ein Auto in der Stunde kommt und nach München fährt. Fuck, hätte ich mich doch zum Bahnhof fahren lassen sollen. Shoutout nochmal an Lisa. Boah. Das heißt, jetzt geht die Sonne unter. Jetzt wird's richtig frisch. Ich habe auch das Gefühl, da hinten kommt Regen. Läuft gut.
0 von 1. Frohe Weihnachten, Leute! Ach, ist das schön. Ich wusste, es wird so schön wie nie. Ich habe Marc leider, also den habe ich leider jetzt nicht dabei. Ja, es tut mir leid. Aber ich habe was zum Feiern! Null von zwei. Null von drei. Ist auch lustig, dass die Leute so ein bisschen beschämt weggucken. Hier geht echt gar nichts. Alter, sehe ich so fucking creepy aus, dass mich keiner von diesen Autos mitnehmen will. Der braucht doch keine Sorge, der kann mich doch ein paar Meter da mitnehmen nach München. Was ist los? Also ich muss zugeben, ich fand es am Anfang schon auch ein bisschen lustig, die Idee. Ich gebe es zu, aber so langsam finde ich es eine scheiß Idee. So, die Entscheidung ist gefallen. Ich verlasse jetzt diesen pittoresken Ort hier. Vielen Dank für nichts. Trampme, mega Fail. Ich versuche jetzt hier da in dieses kleine Dörfchen da zu kommen und zu schauen, ob ich irgendwie mit dem Zug nach München komme. Oh, fuck, jetzt will ich, dass die Lisa zurückkommt. Lisa, hol mich ab. Lisa, fahr mich zum Zug und kauf mir ein Ticket. Du kriegst alles zurück, ich schwör's. Oh. So. Good news. Ich glaube, da vorne geht's zum Bahnhof. Das Problem ist nur, komme ich jetzt an 20 Euro. Am Ende meiner Kräfte, hier sind gefährliche Tiere. Seit mehreren Minuten nichts gegessen. Kann nicht mehr. Ich werde jetzt einfach gerne mit meinem Liebsten mich mal in den Arm nehmen lassen. Hey Leute, neuer Tiefspunkt. Gott, sowas habe ich noch nie gemacht. Ich lungere gerade hier so ein bisschen vor dieser Bäckerei rum, weil ich halt hoffe, dass mich jemand erkennt. Oh Gott, so sad. Ja, das wäre natürlich am einfachsten, wenn jemand weiß, dass wir diesen Challenge-Kanal haben und mir dann einfach das Geld leiht, bis ich es ihm zurückbeweisen kann. Und ich glaube, hier kennt mich niemand. Oh Gott, die gucken alle schon. Ach Gott, ist das unangenehm. Ich muss jetzt erst herausfinden, wie viel das Ticket kostet nach München. Oh Gott, hoffentlich ist es nicht so teuer, sonst kriege ich die Kohle nie. Herzlich willkommen am Bahnhof von Eschenlohe. Jetzt schauen wir mal. Also einfache Fahrt, erste Klasse. Alle, nein, schwarz. Zweite Klasse. So, 23,10 Euro. Oh Gott, wer gibt mir denn 23 Euro? Auf gut Glück, dass er das vielleicht irgendwann wiederbekommt. Der Zug kommt um 16.21 Uhr. Das ist halt auch noch in 10 Minuten. Oh Gott, jetzt wird's stressig. Also, wie viel brauche ich? Ja, sagen wir mal 25 Euro. 25 Euro. Muss ich in 10 Minuten auftreiben, dann habe ich eine Chance, noch halbwegs pünktlich zur Weihnachtsfeier zu kommen. Vielleicht im Edeka. Meini schüttet sich gerade den ersten Glühwein rein. Ist eigentlich egal, was wir sagen, weil wir da Musik drüber legen oder nehmen wir den Ton auch hin? Das können Sie alles so senden. Ja, ja, genau. St. Barbara Senioren wohnen. Das sind noch nette Leute. Oh, vor allem, ich muss diesen Zug erwischen. Der nächste kommt erst in einer Stunde. Hallo, grüß Gott.
Hallo. Ich habe eine etwas ungewöhnliche Frage. Und zwar, ich wurde hier ausgesetzt und muss zurück nach München. Jetzt wird es ja nachts durchschlafen. Ja, und jetzt brauche ich 23,50 Euro, damit ich den Zug erwische. Und das würde ich Ihnen auch sofort überweisen, sobald ich wieder zu Hause bin. Wow, damit tun Sie mir echt einen Riesengefallen. Vielen Dank, vielen Dank. Ich überweise es gleich heute noch. Auf nach München. Tschüss. Oh, fuck. Leute, es war so unangenehm. Es war so unangenehm. Die haben mir kein Wort geglaubt. Die haben mir kein Wort geglaubt. Der Mann hat sich legit von seinen 30 Euro verabschiedet. Da bin ich mir sicher. Der hat gedacht, das war so unangenehm. Dann hat er noch gefragt, ob wir nichts Besseres zu tun hätten. Oh Gott. Also vielen Dank bisher an Julia und den Mann vom Seniorenheim. Wenn das gut geht, ich glaube, ich sitze echt gleich im Zug nach München. Und da ist sie. Meine Fahrkarte. Bin ich froh, dass das jetzt geklappt hat, ohne Scheiß. Ich hätte hier noch mal eine Stunde warten müssen. Da fällt einem erstmal auf, wie das ist, wenn man... Ja, kein Geldbeutel, kein Handy, kein gar nichts. Isa. Hallo, herzlich willkommen in Eschenlohe. Oh Gott, hier sitzen voll viele Leute. Also ich halte es low-key. Ich bin richtig erschöpft von der langen Tour. Over fields, over rivers, through the falling snow. I am here, I am here, waiting for my love, by the stars, by the moon, a singing silver dove. Now away, hotels with bow and blade, lest Brooklyn forest take you in her sweet embrace. Away, hotels. Ist das Rauchen im Bad? Ich kann es nicht glauben. Das hat so ewig gedauert. Ja, ich habe meine Augen ja überall. Ein Spotter hat mir berichtet, Marc ist am Münchner Hauptbahnhof gesehen worden. Deswegen habe ich jetzt hier schnell diese Weihnachtsfeier räumen lassen und wir feiern da oben einfach weiter. Marc kann hier alleine seinen Spaß haben. Hier ist sein Geschenk. In diesem Sinne, frohe Weihnachten! Idioten, ihr seid alle dahinter. Wo sind die? Hier ist eine Kamera. Die läuft, das heißt, die sind ja dahinter. Ihr Schweine. Hä? Ah, hier, Geschenke. So. Max, wichtige Geschenke. Hey Max, schön, dass du es doch noch geschafft hast. Wir sind allerdings schon weitergezogen. Na ja, hier auf. Auf jeden Fall dein Wichtelgeschenk. Du darfst hier die Endcard mal ganz allein moderieren. Und dann wünsche ich uns noch einen guten Rutsch ins Jahr. Ich bin auch ein bisschen stolz. Ich glaube, ich habe es schon gut gemacht. Schreibt mir in die Kommentare, wie es ihr gemacht hättet. Auch mit dem Zug und so. Hat alles ganz gut geklappt. Essen ist auch noch da. Perfekt. Alles wie immer an Weihnachten. Ich mit meinen besten Freunden. So. Jetzt moderiere ich die Endcard. Ich wünsche mir zu Weihnachten, dass ihr hier unten ein Abo dalasst. Dann soll ich noch Werbung machen für Ausgesetzt im Wald, unsere Strafe mit Ari und den Funkkanal Würfelbande Pen und Paper Rollenspiel 1 findet ihr hier unten. Ciao, fröhlichen Rutsch und Happy New Year. Euer Marc, Survival Marc.